Hallo und herzlich willkommen zu den GamePro News, die dieses Mal etwas umfangreicher geworden sind. Wir wollen mit einem Titel beginnen, der bereits auf dem Dreamcast unter Shoot'em-up-Fans für Furore gesorgt hat, Ikaruga, hier in der japanischen Verkaufsversion für den GameCube. Das Spiel wird hierzulande am 8. Mai erscheinen. Vertikal-Shooter-Fans sollten sich dieses Datum unbedingt vormerken. So, weiter geht's mit V-Rally 3, das ja letztes Jahr schon auf der PS2 erschienen ist. Das soll im April für die Xbox kommen und im März für den GameCube. Hier haben wir die Xbox-Version. Soll erweitert sein von der PS2-Fassung, mehr Grafikeffekte, größere Strecken, besseres Handling der Wagen. Wir werden sehen, was sich bis zum Release noch tut. Ich fand das Handling jetzt beim ersten Antesten ein bisschen zu sensibel. Hier haben wir X-Men Wolverine's Revenge, ein Action-Adventure, das sich um den wohl beliebtesten aller X-Men dreht. Ist jetzt hier in dem Teil, den wir antesten, sehr kampflastig. Ja, da ein paar Spezialmoves gezeigt. Soll aber später noch einige Stealth-Elemente enthalten, wo man Wolverines Spezialfähigkeiten einsetzen kann. Der Titel wird im Frühjahr parallel zum Start von X-Men 2 in den Kinos für alle drei Systeme erscheinen. Wir zeigen euch gerade die Xbox-Fassung. Im Gegensatz zu den anderen Frogger-Spielen, die in letzter Zeit so rausgekommen sind, erinnert Frogger Beyond endlich mal wieder so an das klassische Frogger von damals aus den 80ern. Allein dafür bekommt ihr jetzt einfach mal einen Bonus von mir. Wer also einfach mal wieder so ein bisschen das klassische Frogger-Feeling haben will, der sollte bis Mai warten, da kommt das Spiel nämlich für alle drei Systeme raus. Time to ride. Hier haben wir das zweite Rennspiel in den News. Downtown Run kommt über Ubisoft für GameCube und PS2. Sieht auf den ersten Blick wie ein normales Rennspiel aus, spielt sich aber eher wie ein Funracer. Erinnert sogar so ein bisschen an Mario Kart mit diesen ganzen Power-Ups, die man hier bekommt. Wie Turbo Boost oder Nägel, die man auf die Straße legen kann. Hat sogar 14 lizenzierte Autos, so wie hier den VW Beetle. Das hat Mario Kart nicht. Und jetzt geht's ab in den wilden Westen. Gunfighter 2 Revenge of Jesse James. Der erste Teil dieses Lightgun-Shooters ist für die PS1 erschienen. Den zweiten Teil gibt's jetzt für die PS2. Erscheint am 20.03. Naja, wird sich wahrscheinlich mit einer Lightgun etwas einfacher steuern. Ich versuche mich hier gerade mit dem Controller. So, und für die Fußballfans unter euch haben wir natürlich auch noch was. ISS 3 von Konami erscheint im März für die PS2. Schauen wir uns die Mannschaften an. Spielt sich sehr arkadisch, sollte also nicht mit Pro Evolution Soccer oder ähnlichem verglichen werden. Das ist wirklich mehr Gebolze als alles andere. Man muss also kein PES-Gott sein, um hier auch mal in den Ballbesitz zu kommen. Der Pass. Shinobi hat es in sich. Und das meine ich jetzt nicht in Hinsicht auf das Gameplay, weil das ist relativ simpel, wie ihr seht, sondern vielmehr in Hinsicht auf den Blutgehalt des Spiels. Als Ninja Hotsuma geht ihr nämlich auf die Jagd nach allerlei Fieslingen und dabei bleibt kein Arm am Körper. Erscheint im Mai oder Juni irgendwo dazwischen für die PS2. Na gut, dann lasse ich dich jetzt. Siberia ist ein lupenreines Adventure. Ist auf dem PC erschienen, war dort aber kommerziell eher erfolglos, auch wenn einige Adventure-Fans drauf geschworen haben. PS2-Besitzer können ab 14.03. sich ein eigenes Bild machen, denn dann kommt das Spiel für ihre Konsole raus.